Thank you. Danke. Thanks for showing up. Danke, dass ihr erschienen seid heute Morgen. I have to start with a story. Ich werde mal mit einer Geschichte anfangen. Ich bin beeindruckt, dass der Raum so voll ist. Rather unsuccessful heavy metal band for quite ich some years. Habe ein paar Jahre in einer ziemlich unerfolgreichen Heavy Metal Band gespielt und ich habe schon immer geträumt, vor so vielen Leuten aufzutreten. Life can be very ironic. You start working das Leben kann on wie sehr, das Leben kann sehr ironisch sein, anyway, wenn man dann anfängt, so über Quantencomputer zu sprechen, dann plötzlich kommen Leute. Mean that from the bottom of my heart. I'm a physicist or more ich bin ein Physiker oder genauer, ich bin ein Materialwissenschaftler. I have a strong background when it comes und ich habe einen guten Hintergrund, wenn es so, wenn es um Materialien und Diamanten geht. Aber ich bin nicht, ich habe nicht so einen guten Hintergrund, wenn es um die Dinge geht, die ihr euch interessiert, zum Beispiel Quantenalgorithmen. Aber ich werde darüber trotzdem sprechen und bitte seid nett zu mir, wenn es um Fragen und Antworten geht darum, weil ich nicht so den besten Hintergrund habe. Wir werden jetzt Konzepte von zukünftigen Computern anschauen und werden auch noch ein bisschen zurückschauen und Computer anschauen, die vorher schon da sind. Jeder von euch kennt dieses Diagramm, das ist Moore's Law. Dieses Diagramm zeigt uns, unten die X-Achse ist die Zeit und die Y-Achse zeigt die Anzahl von Transistoren auf einem Mikrochip. Und dieses Diagramm beeindruckt mich immer. Moore hat ein Paper darüber geschrieben und er hat gesagt, dass Anzahl Transistoren alle 24 Monate verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip und er hat das schon in 60er Jahren geschrieben und das ist immer noch wahr für die modernen Computer heutzutage, wo es Milliarden von Transistoren gibt. Und das ist also eine sehr tolle Vorhersage, die er gemacht hat. Und wie hat das geklappt? Wie ging das von 1000 bis Milliarden Transistoren? Und das haben wir einfach gemacht, indem wir die Transistoren immer kleiner gemacht haben. Das hier ist auch Moore's Law, das Gleiche. Aber jetzt zeige ich euch, wie groß die Transistoren sind, die man auf so ein Chips finden kann. Und wir fangen an in den 70ern mit Größen so 10 Mikrometer, so Blutzellengröße. Und jetzt sind wir bei 20 Nanometer. Das ist sehr, sehr, sehr klein. Und jetzt langsam kommen wir zum Durchmesser von eurer DNA. Das ist so 2 Nanometer. Das ist eine sehr, 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 sehr klein. Und das war einfach möglich, indem wir einfach skaliert haben. Wir haben eine Technologie gehabt, eine Methode, diese Transistoren zu produzieren. Und das haben wir einfach immer weiter verbessert. Und so haben wir das immer kleiner bekommen. Können wir das weitermachen? Können wir das so für immer weitermachen? Natürlich nicht. Ich glaube, wir sind schon am niedrigsten, wir haben schon das niedrigste Limit gesehen. Es gab eine Arbeitsgruppe, die haben eine Arbeitsgruppe gemacht, der war aus einem die haben einen Transistor gebaut, der ist ein Phosphoratom in einer Silikonmatrix. Und natürlich können wir nicht kleiner werden, kleineren Transistor machen als einen Atom, denn wir müssen irgendwo den Ladungsträger speichern, das Elektron, und das ist dann einfach ein Atom. Das war ein Experiment in einem Labor. Das ist offensichtlich nicht, kann man noch nicht kaufen. Aber wir haben trotzdem schon das niedrigste Limit gesehen, was wir erreichen können. Und aber schon zu diesem niedrigsten Limit zu gehen, wird sehr schwer. Da werden wir einige Probleme
bekommen. Das Problem wird auftauchen, wenn wir es jetzt noch kleiner machen, denn dann müssen wir mit Quanteneffekten umzugehen lernen. Und das werde ich euch jetzt auf dem nächsten Slide zeigen. Fangen wir mal an mit einer deutschen Autobahn. Die Leute, die noch nicht von Deutschland kommen, Autobahnen in Deutschland sind teuer, dann können so schnell fahren, wie man will. Und das ist kein Problem, solange alle auf den Teilstraßen, also Spuren bleiben. Also, wenn man zum Horizont fahren will, bleibt man am besten rechts. Und wenn man irgendwie fähig ist, da über die Barriere nach links zu kommen und da links zu fahren, dann wirst du und dann werdet ihr und euer Gegenfahrer ziemliche Probleme bekommen. Und das Gleiche stimmt natürlich für Mikrochips. Die kann man vielleicht mit Autobahnen vergleichen. Und man hat also diese Elektronen, diese Ladungsträger, und die rennen da rum in den Transistoren. Und solange die da sind, wo wir sie wollen, ist alles toll. Aber sobald wir wirklich, wirklich kleine Größen haben, passieren sehr komische Sachen. Und das hier ist eine tolle Simulation von Jean-Christophe Benoit. Und das zeigt uns ein Elektron, das ist dieses weiße Ding da. Und das bewegt sich auf diese Barriere zu. Und diese Barriere, das Elektron kann nicht durch diese Barriere durch. Und was ihr hier seht, ist, dass das Elektron meistens, oder das meiste davon wird reflektiert. Aber man sieht so ein bisschen Licht rechts. Und das ist der Teil vom Elektron, der durch diese Barriere durchtunnelt. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Und wir sehen, dass wenn wir ganz kleine Größen haben, dann bekommen wir richtig große Probleme, denn dann springen Elektronen rum, wie sie wollen, und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Art, diese Effekte zu benutzen? Mein Vortrag hat zwei Teile. Der erste ist Basic Concept of Quantum Mechanics, also die Grundprinzipien. Da gibt es keine Gleichungen. Ich werde euch viele Bilder zeigen und Metaphern. Und der zweite Teil heißt Realisierung eines Quantum Computers, also wie wir das effektiv machen mit Diamanten. Also ich habe euch Bilder versprochen. Wir starten mit dem hier. Manuel Neuer. Ich liebe ihn, er ist ein sehr guter Fußballspieler, er hat uns Weltmeister gemacht. Das Spiel, das er spielt, ist ziemlich einfach, während ich hier mit Quantenmechanik arbeiten muss, was nicht ganz so einfach ist. Und der Mann verdient einiges mehr an Geld als ich. Ich habe nicht einmal eine Festanstellung an der Uni, aber lass uns das mal anschauen. Easy game. He needs two information Neuer, einfaches Spiel, er braucht zwei Informationen. Er muss wissen, wo der Ball ist, also die Position des Balles. Und er muss wissen, wohin der Ball geht, also die Geschwindigkeit. Physiker nennen das die Geschwindigkeit des Balles, also Geschwindigkeit und Richtung. Jetzt möchten wir Quantumfußball spielen. Das ist ein ganzes Stück schwieriger. Neuer muss jetzt entscheiden, möchte er die Position kennen, dann hat er keine Ahnung, in welche Richtung der Ball geht. Oder er wählt zu wissen, er möchte gerne wissen, wie die Geschwindigkeit des Balls ist, dann hat er aber keine Ahnung, wo der Ball ist. You see, the game is getting harder. Wir sehen, das Spiel wird immer schwieriger. No World Cup for us in the case of quantum. Keine Weltmeisterschaft für uns in Quantenfußball. Okay, ein bisschen genauer jetzt. We can compare it now. We can compare classical physics. Wir können jetzt die klassische Physik mit der Quantenphysik vergleichen. Wie wir das gesehen haben, also um bei dem Bild von Ben zu bleiben, in klassischer Physik kennen wir die Position und die Geschwindigkeit. Das ändert sich aber für die Quantenphysik. Gehen wir zurück zum Elektron. Wir sehen hier diesen Kreis. Nehmen wir an, wir kennen genau die Geschwindigkeit des Teilchens. Wir wissen genau, wohin es geht, mit welcher Geschwindigkeit.
welcher Schnelligkeit, dann wissen wir allerdings nicht, wo das Teilchen ist. Physiker machen das nicht so, wir möchten lieber ein schönes Diagramm. Die X-Achse ist die Position und das W ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron effektiv an diesem Platz ist. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier in der Mitte ist, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es hier links oder rechts ist. Also es kann auch hier auf der Seite sein mit einer kleineren Geschwindigkeit. Heisenberg, ein deutscher Physiker, hat sich das genau angeschaut. Er hat diese Theorie mitentwickelt und das hier ist Heisenbergs Unschärferelation. Das heißt, die Unschärfe auf die Position mal die Unschärfe auf den Impuls, was mehr oder weniger die Geschwindigkeit ist, ist immer größer oder gleich dieser Konstante Hackwerber 2. This tells us something about nature, and das erzählt uns etwas über die Natur und das ist ziemlich interessant. Das ist eine intrinsische Unsicherheit, welche in der Natur liegt. Das ist nicht, weil unser Mikroskop zu schlecht ist oder weil wir nicht genau hinschauen, wo das Mikroskop ist oder nicht schnell genug. Das ist eine intrinsische Unsicherheit. Wenn wir kleine Teilchen haben, dann ist das, was die Natur uns erzählt. Das ist, wie die Natur sich verhält. Das ist etwas, was wir nicht erwarten würden, würde ich mal sagen. Mit diesem einfachen Prinzip können wir jetzt das Quantentunneling erklären. Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Das Elektron kommt jetzt nahe zu dieser Energiebarriere, dieser Wall. Normalerweise würden wir erwarten, dass das Teilchen nicht durch diese Barriere kommt. Jetzt sehen wir dieses Diagramm. Wir Physiker lieben solche Diagramme. Jetzt sehen wir die Wahrscheinlichkeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Elektron hier auf der linken Seite der Barriere ist, aber es gibt immer noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron auf der rechten Seite ist. Und das ist der Grund, warum das Tunneln auch in Realität passiert und auch messbar ist. Einfach nur, weil es eine mathematische Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Teilchen auf der rechten Seite ist. Und das habe ich euch schon gezeigt, mit diesem wunderschönen animierten Bild von Benoit. Yeah, this is physicist humor. Das ist Physiker-Humor. This is actually a toilet in my faculty. Das ist eine Toilette bei mir in der Fakultät. This is what physicists laugh about, das ist, was Physiker witzig finden. Okay. We talked about uncertainty. Wir haben schon über Unsicherheiten gesprochen, und also Unsicherheiten in Positionen und Geschwindigkeiten. Aber das ist nicht nur wahr für Positionen und Geschwindigkeiten, aber auch für Quantenzustände. What I mean with that, was ich damit meine ist, lass uns mal über Informationen sprechen. Wir haben die normale klassische Information, binär ist das 1 und 0, wir können das an- und ausschalten. Mit Quantenbits ist es ein bisschen anders. Wir haben schon ein bisschen über diese Unsicherheit gesprochen und das Gleiche geht auch hier mit den Quantenbits, also mit den Zuständen der Quantenbits. Wir sehen hier das Quantumbit, das Qubit, das kann auch 1 oder 0 sein, aber es kann auch alles dazwischen sein. Physiker nennen das eine Superposition. Diese Superpositionen sind wirklich, entschuldigt meine Sprache, eine lässige Tierchen. So you are not allowed to make any measurements. As soon as you make a measurement, es ist nicht erlaubt, irgendwelche Messungen zu machen. Wenn man eine Messung macht, dann bekommt man sofort ein klares 0 oder 1 für das Qubit. Und wenn man nicht in die Box reinschaut, keine Information rein und raus geht, dann hat man die Superposition. Und jeder Zustand irgendwie zwischen dem 0 oder 1 Zustand ist dann, können dann in der Box sein und dann kann man damit wirklich arbeiten. Und ist das jetzt wirklich das Gleiche, wie wenn ich eine Münze nehmen würde und die werfen und fangen würde und dann vor euch 400 Leute und das einfach dann verdecke?
Ist das dann eine Superposition? Nein, das ist nicht. Der Zustand von meinem Münze ist beschrieben durch Wahrscheinlichkeit und das ist dann immer 50-50, also es ist entweder Kopf oder Zahl. Und natürlich weiß ich nicht, weil ich es noch nicht geschaut habe, aber der Zustand der Münze ist schon entschieden. Ist ein bisschen philosophisch, aber der Zustand ist schon entschieden. Und wenn ich es aufdecke, dann sehe ich das Ergebnis, aber das Ergebnis war vorher schon entschieden. Und das ist nicht wahr für Quantenbits. Solange wir nicht geschaut haben, ist der Zustand von dem Quantenbit nicht entschieden. Es gibt noch keine Aufzeichnung. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Und das macht Quantenbits stärker oder mehr besser oder stärker als normale Bits. Und das macht Quantencomputing stärker. So, und wo kann ich jetzt zum Beispiel im normalen Leben ein Quantenbit sehen? Wir fangen mit einem klassischen Bit an. Das sehen wir als 1 oder 0. Das ist hier ein sich drehender Kreisel. Und das ist jetzt zum Beispiel, der Kreisel ist entweder nach oben gerichtet und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn oder nach unten gerichtet, dreht sich mit den Uhrzeigersinn und das ist dann 1 oder 0. Und dasselbe gilt für Quantenbit. Spins, also für Qubits, das sind kleine Teilchen. Zum Beispiel kleine Teilchen wie Elektronen, Protonen, Photonen. Und die haben eine Eigenschaft. Die nennen Physiker Quantenspin. Und man sollte nicht den linken Spin da mit einem Quantenspin verwechseln, denn die Elektronen drehen sich nicht wirklich um sich selbst. Aber es ist ein gutes Bild, um sich ein bisschen vorzustellen. Und wir können das jetzt wirklich messen und die Quantenbits haben tatsächlich ein magnetisches Feld, einen Nordpol und einen Südpol und das ist jetzt ziemlich nützlich, denn jetzt können wir dann auch den Zustand von einem Qubit manipulieren. Wir können einfach ein starkes magnetisches Feld nehmen und dann bringen wir da unser Qubit rein und das wird sich dann auf jeden Fall so ausrichten, dass die Energie minimiert wird und das heißt, dass der Nordpol von dem Qubit so in den Süden zeigt und der Südpol in den Norden. Und man kann jetzt natürlich auch in dem Sinne einen Kompass aufmachen und dann die Nadel ein bisschen drehen, ein bisschen Energie investieren und die Nadel ein bisschen drehen. Und das Gleiche könnten wir für ein Quantenbit machen. Wir können das Qubit ein bisschen drehen und das ist dann ein höherer Zustand, ein höherer Energiezustand. Wir können das Qubit ein bisschen drehen und wenn wir das umgedreht haben, können wir das dann sozusagen die 1-Position machen und die richtig ausgerichtete 0-Position und dann hat man verschiedene Energiepositionen. Und jetzt können wir etwas, wie wahrscheinlich ist, dass wir das Qubit in der hochzeigenden Zustand finden und wie wahrscheinlich ist, dass wir es in der runterzeigenden Zustand finden. Und das ist jetzt nicht so aufregend, aber es wird toll, wenn wir uns mehr Qubits anschauen. Jetzt passiert dann etwas sehr Tolles. Also jetzt schauen wir wieder bei klassische Bits an und jetzt gibt es halt die Möglichkeiten für klassische Bits 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, up-up, up-down, down-up, down-down. Und das heißt, ein klassisches Bitsystem kann 4 Zustände haben und wir brauchen 2 Informationen, um das System zu beschreiben. Was ist der Zustand vom ersten Bit? Was ist der Zustand vom zweiten Bit? Und das wird ein bisschen komplizierter, wenn man zu Qubits geht. Und ich erspare euch jetzt ich erspare mir selbst die Mathematik dahinter. Aber 2 Qubit-Systeme können einfach sein. Zum Beispiel dieser Zustand da, das ist beide zeigen hoch, beide zeigen runter. Aber die beiden in der Mitte, die sind überhaupt nicht einfach. Die da sind, was Physiker Verschränkung nennen. In diesem Zustand, das eine Qubit zeigt nach oben, das andere Qubit zeigt nach unten. Und das eine Qubit ist dann
entanglement. Now we have two qubits and they can face in whatever direction they want. Also man hat jetzt so zwei Qubits und die können in welche auch immer Richtung zeigen, die sie wollen, aber mit einer Ausnahme wegen der Verschränkung, wenn das eine Qubit nach in irgendeiner Richtung zeigt, zeigt das andere Qubit parallel genau in die andere Richtung. Und braucht man also für zwei Qubit-Systeme braucht man vier Informationen und nicht zwei. Man braucht A, B, C und D. Und das kommt aus einer ziemlich komplizierten mathematischen Rechnung raus. Vier Informationen für zwei Qubits, aber es wird noch viel, viel schlimmer, wenn man mehr hat und immer vergleicht klassische Bits mit Qubits. Klassisches Bitsystem. Wie ihr alle wisst, 10 klassische Bits brauche ich 10 Informationen, um die Informationen zu speichern. Aber für Quantenbits ist es 2 hoch n Anzahl Informationen, die ich brauche, um den Zustand festzulegen von dem n-Quantenbit-System. Und wenn wir wirklich es schaffen könnten, 300 verschränkte Qubits zu bekommen, dann stellt euch einfach vor, diese Zahl, die wir dann bekommen, 2 hoch 300, diese Zahl ist so groß, die ist größer als die Anzahl von Teilchen, die wir in unserem bekannten Universum haben. Also dieses System, nur 300 Quantenbits, ist schon wahnsinnig kompliziert. Und man kann es jetzt auch den anderen, also andersherum formulieren. Wir haben jetzt ein wahnsinnig kompliziertes System, also können wir auch wahnsinnig komplizierte Probleme angehen. Und ich werde das jetzt hier nachher noch erklären, aber zuerst muss ich euch noch eine Sache erklären über die komische Natur von Qubits. Also wir fangen einfach an mit einem 8-Bit-klassischen Register. Also wenn man jetzt Kalkulationen machen will und da irgendwie andere Informationen in die Register reinschreiben will, dann muss man Prozessstufen oder Prozessschritte machen und muss man dann also es braucht dann Zeit, einfach diese einzelnen Bits zu ändern. Aber in verschränkten Qubit-Systemen, das sieht das ein bisschen anders aus. Und ich habe euch das eigentlich auch schon ein bisschen gesagt. Wenn man zum Beispiel zwei verschränkte Qubits hat, sind die nicht unabhängig voneinander. Das heißt, wenn der eine in irgendeine Richtung zeigt, dann zeigt der andere parallel genau in die entgegengesetzte Richtung. Und das hat eine Konsequenz, wenn man jetzt zum Beispiel eine von diesen Qubits manipuliert, dann manipuliert man automatisch alle sofort, nicht zeitlich verschoben, wie in dem klassischen System, sondern wenn man eins manipuliert, dann manipuliert man alle anderen sofort. Und das ist wahnsinnig mächtig, denn man kann parallel wahnsinnig viele Rechnungen machen. Sind Quantencomputer jetzt wirklich schneller für alle Probleme? Nein, das stimmt so nicht. Für die meisten Probleme sind sie eigentlich langsamer. Wenn man auf seiner Couch sitzt und einen Film anschaut, dann bringt euch der Quantencomputer keine Vorteile. Aber es gibt ganz spezifische Probleme, wo Quantencomputer wahnsinnig viel besser sind als klassische Computer. Es gibt, das sind natürlich Probleme, die ihr alle kennt, zum Beispiel das öffentliche Schlüssel in Verschlüsselungsverfahren. Da nimmt man dann zwei Primzahlen und multipliziert die miteinander. Und jeder von euch könnte das machen in so einer Minute oder so und könnte mir dann sagen, dass das Ergebnis diese wahnsinnig große Zahl ist. Und es ist viel komplizierter, das andersherum zu machen. Was ist die Primzahl? Die zwei Primzahlen, was sind die Primzahlen, die rauskommen, wenn man diese Zahl hat? Und das ist wahnsinnig hart. Normale Computer bräuchten tausende Jahre, aber ein Quantencomputer bräuchten einfach nur eine Minute oder so. Und der Grund dafür ist, dass es sehr gut parallelisierbar ist und deswegen funktioniert das so gut mit Quantencomputern. Und noch ein anderes Problem,
Es scheint, dass viele, viele Probleme, die gut geeignet sind für Quantencomputer, sind halt ähnlich. Also zum Beispiel dieses Problem, das ist ein Telefonbuch. Und wenn man hier zum Beispiel frage nach der Nummer für John Doe, dann könnt ihr, es ist ganz einfach, die Namen nachzuschlagen und dann die Nummer zu finden. Aber andersrum, wenn ich euch die Zahl gebe und ihr wollt den Namen dazu wissen, dann ist das viel, viel komplizierter. Und das ist dann mit Quantencomputern ist das dann wieder sehr, sehr viel einfacher. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich bin nicht sehr gut mit Quantenalgorithmen, aber ich werde euch jetzt die berühmtesten Algorithmen zeigen. Und die wurden, die berühmtesten Algorithmen, die gefunden wurden. Und das ist gar nicht so lange her, 1994 und 1996, der 1994 der Shor-Algorithmus, da geht es jetzt um Ganzzahlfaktorisierung. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, dass ein klassischer Computer 10 hoch 19 Schritte bräuchte und ein Quantencomputer zum Beispiel bräuchte nur 19. Und das für das Telefon. Buch. Ein klassischer Computer muss dann für A bei A anfangen und okay, er fängt mit der ersten Telefonnummer an, also mit dem ersten Eintrag und dann muss er durch alle Einträge durchgehen und bis er den Namen dann gefunden hat. Und der Quantencomputer ist dann auch sehr viel schneller. Der braucht da viel, viel weniger Schritte, um das zu finden. So, also ich habe euch bereits gesagt, ich bin nicht stark, aber hier, aber ich möchte euch gerne Informationen, die ich euch geben möchte. Also wir haben den Algorithmus, jetzt brauchen wir noch die Hardware dazu. Wir nehmen, wenn wir über die Realisation eines Quantencomputers sprechen, gibt es ein sehr schönes Paper von der Universität Aachen, DiVincenzo. Er hat das DiVincenzo-Kriterium entwickelt für Quantencomputer. Das heißt, wir möchten, wenn wir einen Quantencomputer realisieren möchten, müssen wir diese Probleme hier betrachten. Als erstes brauchen wir wohldefinierte Qubits. Wir brauchen Qubits, welche wir einfangen können, welche an einem Ort bleiben. Das nächste ist, wir müssen die initialisieren. Wir müssen denen sagen, was sie sind, also 1, 0. Wir brauchen Quantumgatter für Operationen, also für die Algorithmen. Wir brauchen Messungen für unsere Qubits, also um zu messen, ob die jetzt 1 oder 0 sind am Schluss in der Berechnung. Und wir brauchen lange Kohärenzzeiten. Das heißt, ich habe euch das schon gesagt, diese Superpositionen sind, die sind unbeständig und die verhalten sich sehr komisch. Und wir brauchen Qubits, welche mehr stabil sind. Wir müssen alle diese Punkte jetzt mal anschauen in der nächsten Slide. Ich möchte kurz ein bisschen mit der Geschichte anfangen des Quantencomputers. In 2001 hat IBM den ersten richtigen Quantencomputer gebaut, NMR-Computer. Nuclear Magnetic Resonance Computer heißt es. Die hatten einen Shor-Algorithmus, der darauf lief. Die haben diesen Shor-Algorithmus gebraucht, um dieses Faktorisationsproblem zu lösen. Und die haben die Primfaktoren von 15 gefunden. Ist jemand von euch fähig, das so zu machen? Der Herr hat gesagt, nicht in dieser kurzen Zeit. Ich würde sagen, ihr seid alle so gut wie ein Quantencomputer, wenn es nicht so früh am Morgen auf einem Kongresstag ist. Ich gebe euch das Resultat, es ist 3x5. Applaus im Saal. Oh man. Ich habe nicht Erfolg gehabt mit meiner Heavy Metal Band und jetzt bereite ich diese. Habe ich diesen Vortrag vorbereitet und um euch zu beeindrucken, mache ich nur diese Berechnung. Ich muss, glaube ich, über mein Leben nachdenken nach diesem Kongress. Das war 2001, 2005, 2011.
improvements of the quantum computers. Gab's, große Fortschritte im Quantencomputer. 2011 China, 4 qubits giving you hat Heifel China die Primfaktor von 143 gefunden. Das ist 13 mal 11. Diese anderen Implementationen von Quantencomputer, ich werde jetzt über Diamanten sprechen, also Quantencomputer mit Diamanten. Aber wenn euch das hier interessiert, würde ich, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich den sehr guten Vortrag von Andreas Davis, Let's Build a Quantum Computer, empfehlen. Auch hier Kongress 31C3. Das war ein sehr guter Vortrag und sehr faszinierend, wie diese Konzepte funktionieren. The problem. Oh, I messed my joke. Ich habe jetzt gerade meinen Witz verhaut. Okay, what I wanted to say was ich eigentlich sagen wollte, although Andreas realized, auch wenn Andreas einen Quantencomputer gebaut hat, hat er ein paar Probleme. All diese Implementationen sind ziemlich kompliziert. Du brauchst Lasers, du brauchst Vakuumkammern, elektromagnetische Fallen für das Einfangen der Qubits. Aber das ist nichts, was man auf seinen Bürotisch stellen möchte. And please act surprised. Und das ist, was ich nenne, Badass Physics. So of course, physicists natürlich, were looking for, Physiker suchen for nach wie vor nach Alternativen. And, they were pretty surprised und to find die waren ziemlich verwundert, eine Alternative zu finden hier in Diamanten. Diamanten haben sehr stabile Qubits. Bei Raumtemperatur. Man muss die nicht einmal runterkühlen. Also es ist etwas, was Physiker wirklich hoffen, dass man das vorantreiben kann für die Quantencomputer, weil diese Diamanten so beeindruckende Eigenschaften haben. Ich möchte euch jetzt erklären, warum die so unglaublich sind. Wir brauchen nicht perfekte Diamanten, wir brauchen Diamanten mit kleinen Defekten. Und ich mag dieses Zitat hier, das ist ein Physiker, und er sagt, Kristalle sind wie Menschen, es sind die Defekte, die Fehler in denen, was sie eigentlich interessant macht. So, wir brauchen nicht perfekte Diamanten, wir brauchen Diamanten mit spezifischen Defekten drin. Das ist ein Diamant. Gitter, das ist gemacht aus Zertum. Das ist dieser spezielle Effekt, Defekt, den ich meine. Da ist NU Center. N steht für Nitrogen, also Stickstoff, und V steht für Void, das heißt fehlendes Zertum. Wir sehen hier dieses Stickstoffatom und da ist dieses das Loch, das fehlende, also das fehlende C-Atom. Diese Struktur in einem Diamant hat sehr beeindruckende Eigenschaften. Die sind sehr gute Fallen für Elektronen. Wir haben schon besprochen, Elektronen haben einen Quantumspin. Wir haben also jetzt eine Falle dafür. Das Elektron hat diesen Spin und es hat eine sehr lange Kohärenzzeit. Bei Raumtemperatur in diesem Diamant. Die Frage, die sich jetzt stellt, oder lass uns mit dem hier anfangen. Wir haben den ersten Punkt erfüllt, wir haben wohldefinierte Qubits. Die zweite Frage ist, können wir die messen, können wir initialisieren? Also erstens, können wir den messen? Erst ein einfaches Bild. Was Physiker tun, wenn sie etwas messen möchten, die möchten Laser, wir scheinen jetzt hier mit einem Laser drauf und wir kriegen ein Signal zurück. Und das Signal, das zurückkommt, ist ein bisschen anders als das, das wir reingeschickt haben. Also wir können die unterscheiden, also den Laser, der reingekommen ist, wie der rausgekommen ist. Das hier ist ein Bild von so einer Messung, was ihr hier seht, diese kleinen Kugeln. Das sind diese NU Centers in unserem Diamant. So, how does that work? Wie funktioniert das? Ich möchte euch das gerne ein bisschen genauer erklären. In more detail. This is, das hier
These are energy levels. Das sind Energielevels in unserem Diamant. Wir haben hier den Grundstatus, Grundzustand. Wir haben das Elektron im Grundzustand. Wenn jetzt den Laser drauf schießen, nimmt das Elektron einen Teil dieser Energie und geht in den angeregten Zustand. Es bleibt da vielleicht für ein paar Millisekunden, dann springt es wieder runter. Und was wir dann sehen, ist Fluoreszenzlicht. Das ist Licht, das wir messen können. Das heißt, wir können Informationen rausziehen. Jetzt spielen wir das gleiche Spiel nochmal, aber wir ändern es ein bisschen. Und wir ändern es am Anfang. Wir starten wieder mit diesem Elektron in Grundzustand. Und wir nehmen jetzt Mikrowellenpulse, um ein bisschen Energie dem Elektron zu geben. Das heißt, das Elektron wird seinen Spin ändern. Erinnert euch an das Bild, das ich euch gegeben habe, mit der Kompassnadel und dem Magnet. If we invest some of the this microwave pulse is a little bit of energy and we turn and spin. Wenn wir ein bisschen diese Energie von dieser Mikrowelle geben für so einen Spin, dann können wir das an den Hochstatus ändern, also in den Abzustand. Und wir können jetzt hier initialisieren, dass das Elektron jetzt von 0 auf 1 geht. Und jetzt wiederholen wir das Experiment von links. Und jetzt passiert etwas sehr Beeindruckendes. Die Energie kommt jetzt vom Laser, das Elektron springt hoch. Aber weil wir jetzt von einem Spin-Up-Zustand kommen, passiert jetzt etwas anderes. Es springt nicht direkt zurück und gibt uns das Fluoreszenzlicht. Es springt zuerst in einen Zwischenzustand. Da bleibt es ein paar Millisekunden und dann springt es zurück in den Grundzustand. Und das Beeindruckende daran, wir sehen kein Licht. Oder um anders zu sagen, wir sehen nicht dieses Fluoreszenzlicht, das wir vorhin gesehen haben. Wie ihr sehen könnt, wir können jetzt so einen Zustand initialisieren. Wir können diesen messen mit unserem Laserpuls. Und wenn wir das Licht sehen, dann wissen wir, es war im Grundzustand. Wenn kein Licht zu sehen ist, dann wissen wir, es ist im Spin-Up-Zustand. Was wir auch noch machen können, wenn wir den Mikrowellenpuls richtig wählen, haben wir die Superposition. Kommen wir zurück zum DiVincenzo-Kriterium. Wir haben jetzt wohl definierte Qubits. Wir haben den Zustand initialisiert und wir haben Qubit-spezifische Messungen. Das ist unser Laser. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Quantumgatter. Also wir müssen jetzt Berechnungen machen. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, das für ein anderes Spin-System ist, weil das ein bisschen einfacher ist zu erklären auf einer Slide. Aber mehr oder weniger, ja, ihr werdet die Idee dahinter eigentlich verstehen, wie wir es auch mit den Quantum Gates machen können. Also es ist das kontrollierte Not Gate, das heißt C-Not Gate. Für die nicht wissen, was das ist, wir haben hier ein Kontrollbit, das ist das rote, und das Zielbit, das blaue. Wenn das Kontrollbit 0 ist, dann passiert nichts zum Zielbit. Wenn das Kontrollbit 1 ist, dann ändert sich das Zielbit zu 1. Also wenn wir 0,0 haben, haben wir 0,0. 0,1 gibt 0,1. 1,0 gibt 1,1. Und 1,1 ändert zu 1,0. In einem klassischen Computer macht man Gates mit Transistoren. Also wie machen wir das in einem Quantencomputer? Ich zeige euch das mit einem Beispiel mit zwei gekoppelten Spins. Das ist ein Elektron, ein Proton im Wasserstoffatom. Wir machen jetzt hier Berechnungen mit dem Wasserstoffatom. Wieder, wir sprechen hier über Energielevels. Wir starten mit dem tiefsten Level. Das heißt, Elektron ist down und das Proton ist down. Also das tiefste Level, und das ist der 0-0-Zustand. Wenn wir das Proton abmachen, haben wir 0-1. Wenn das Elektron oben ist, haben wir 1-0. Und wenn beide Spins nach oben zeigen, haben wir 1-1. Wir haben schon gehört, wie wir den Spin wählen. Wir können das mit Elektron-Transition machen.
That was simply the microwave pulse. Das war dieser Mikrowellenpuls, den wir da gebraucht haben. So können wir den Spin ändern vom Elektron. So now we can determine whether also wir können jetzt sagen, ob unser Elektronspin up oder down ist. Und jetzt machen wir nuklear, also es ist nukleare Resonanz. Wieder nehmen wir elektromagnetische Pulse, aber mit ein bisschen anderer Energie und anderer Frequenz. Und was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt genau diese Energie hier und dann haben wir genau diese C0-Transition. Weil nur, wenn das Elektron Spin-Up hat, haben wir ja diese Transition zwischen diesen beiden Zuständen. In your face, actually, okay, the idea of die Idee doing operations with a single atom von Operationen mit really einzelnen, wie wir das eigentlich machen, ist ziemlich einfach. Wir brauchen nur einen einzigen Puls, um so ein kompliziertes logisches Gate zu realisieren. Of course, I have to say. Natürlich muss ich jetzt auch sagen, wir brauchen nur einen einzelnen Puls, wenn wir nur ein gutes System haben. Okay. Ich habe euch gezeigt, dass wir ein gut definiertes Qubit haben können und dass wir auch einen reinen Zustand initialisieren können, wie Quantensysteme in dem Zustand funktionieren und wie wir Messungen machen. Aber jetzt der Titel von meiner Präsentation sagt, dass ich mit Diamanten arbeite und dass wir versuchen, Quantencomputer mit Diamanten zu bauen. Und jetzt ist eure Frage, sollte sein, woher bekommt dieser Typ seine Diamanten? Wir können sie zum Beispiel aus einer Mine rausbekommen, das hier ist eine sehr alte Mine, keine Diamantenmine. Das ist eine Diamantenmine irgendwo aus Südafrika. Ich mag dieses Bild ziemlich. Diese Mine ist schon lange geschlossen. Seit 1914 oder so. Aber man glaubt, dass das das größte Loch ist, das mit nur mit Händen gegraben wurde. Also man glaubt, dass Leute das mit ihren Händen ohne Werkzeuge gegraben haben. Und das ist unglaublich. Können wir unsere Diamanten aus Minen bekommen? Nein. Denn wir brauchen sehr spezifische Diamanten, die müssen eigentlich sehr perfekt sein. Und dann müssen wir sehr spezifische Defekte auswählen, die wir brauchen. Wenn wir sie also nicht in der Natur finden können, müssen wir sie selbst machen. Was wir da benutzen, ist eine Mikrowelle, Mikrowellenplasma. Kammer. Und das ist nicht so unterschiedlich zu den Mikrowellen, die man zu Hause hat. Das ist dieselbe Frequenz, es hat dieselbe Leistung, aber der einzige Unterschied ist, dass wir die Mikrowellen sehr präzise in die Mitte der Kammer fokussieren und dadurch können wir den Plasma generieren in diesem aktivieren in dieser Mikrowelle. Und das Plasma ist, was man da leuchten sieht. Und wieso können wir Diamanten von einem Plasma machen? Naja, wir benutzen sehr spezifische Gase. Wir benutzen CH4 als Kohlenstoffträger und dann benutzen wir noch Wasserstoff und was man da im Plasma bei sieht, ist, dass wir diese Moleküle brechen und dann haben wir das CH3-Molekül und dann machen wir etwas sehr Schwieriges. Wir bringen diese wir nehmen den Diamanten und bringen den an das Plasma ran. Und dann gehen diese Radikale an diesen Diamanten und dann wächst dieser Diamant eben an diesem Plasma da weiter. Und wir können also mit einem kleinen, ganz, ganz kleinen Diamanten anfangen und dann züchten wir unseren perfekten Kristall auf diesem kleinen Diamanten. Und das funktioniert jetzt wirklich. Ich will euch davon überzeugen, dass das funktioniert. Das ist ein Video von unserer Plasma. Und man sieht da dieses grüne Plasma und darunter sehen wir unsere dreckigen Anfangskristalle und die sind so halben Millimeter dünn und
Durchmesser von 10 mm, also die sind eigentlich ziemlich groß. Und ja, für Quantencomputer brauchen wir nicht wirklich dicke Diamanten, aber wenn man ein Labor hat und man hat eine Plasmakammer da drin und man hat diese Setzkristalle, wo, und wenn man nichts zu tun hat das ganze Wochenende, was man dann halt im Labor macht, ist, man lässt große Diamanten wachsen. That's nice that you clap your hands because I'm doing that. Das ist nett, dass ihr applaudiert, denn das mache ich von euren Steuergeldern, diese Diamanten. Schön, dass ihr wieder applaudiert. Okay, this is a movie. Let's see how these diamonds are growing. Das ist ein Film. Lass uns mal anschauen, wie sie Diamanten wachsen. Unfortunately, this is in the course of 3 days. Also so unglücklicherweise dauert es da 3 Tage, was wir da jetzt sehen. Freitagabend bis Montagabend. Those diamonds don't look diese Diamanten very nice. Sehen nicht so toll aus. Die sind jetzt 3 Millimeter dick. Also die sind jetzt sehr ziemlich groß. Perfectly single crystals in the middle. Perfekte Einheitskristalle in der Mitte und nicht so perfekt da an den äußeren Rändern. Was ich also jetzt da gemacht habe, ist, ich habe einen Laser genommen und da den perfekten Diamanten rausgeschnitten und dann bin ich zu Julia irgendwas gegangen. Also man konnte nicht wirklich jemanden beeindrucken. Aber ich bin zu diesen Leuten gegangen und habe gefragt, ob mir die polieren könnte. Also wirklich brillant, dann wie die Steine, die man irgendwie auf dem Ring hat oder Amuletten oder so. Und der Mann hat mich verdächtigt, denn der hat sowas noch nie gesehen. Und dann, was zum Teufel, er hat mich gefragt, was zum Teufel ist das für Material? Und ich habe gesagt, das sind Diamanten. Und dann hat er gesagt, wo hast du die her? Und dann habe ich gesagt, die habe ich selber gemacht. We had issues, wir hatten Probleme, würde ich sagen. But I found somebody who was aber ich habe jemanden gefunden, der mir die poliert hat. Und die sehen so aus. Die sehen unglaublich schön aus, wie ihr sehen könnt. Like und wann auch immer ich so eine if you want to take a look after the presentation, so eine Gruppe wie euch beeindrucken will, dann nehme ich hier meinen Diamanten raus. Und ihr könnt ihn gerne nach der Präsentation anschauen. Das hier ist nicht so ein perfekter Diamant, aber der ist gut genug, um Leute zu beeindrucken. Yeah, right. Okay, we have perfect diamonds now. Okay, wir haben jetzt perfekte Diamanten, aber ja, wir kommen jetzt zum Ende meiner Vorstellung. Das Problem ist, wir wollen keine perfekten Diamanten. Wir wollen ganz gezielte die Zentren in unseren Diamanten haben, wo wir die Quantenbits haben. Wir nehmen Ionen. Wir nehmen Ionenkanonen. Das kaufe ich auch von euren Steuergeldern. Wir nehmen Ionenkanonen und schießen da Ionen rein. Und dann haben wir dieses Stickstoff in dem Kristall drin. Und dann müssen wir die nochmal auf 700 Grad erhitzen in einem Ofen. Und dann passiert etwas, Stickstoff spannt den Diamanten von innen. Und was dann automatisch passiert, ist, dass die sich rezentrieren, also die Unreinheiten bewegen sich durch den Diamanten, ohne dass wir irgendwas wahnsinnig Professionelles, Tolles damit machen können. Und so können wir die also dann wieder umorientieren. Und das andere, was wir machen können, ist Delta dotieren. Und das zeige ich euch hier. Also wenn wir unseren Diamanten da wachsen lassen, was ich euch vorher gezeigt habe, dann bringen wir einfach an einem spezifischen Punkt Stickstoff rein und nachher machen wir einfach auch wieder nur wieder Kohlenstoffatome. Und dann haben wir eben an dieser einen Schicht da ein bisschen Stickstoff drin. Und dann machen wir nochmal wieder diesen Reorientierungs Schritt. Und dann seht ihr, was wir da hatten. So, jetzt werde ich langsam dann wirklich fertig. Also ich habe euch gezeigt, dass wir schön definierte Qubits haben, wie wir sie in den Anfangszustand bekommen, habe ich euch auch gezeigt, in einem reinen Zustand.
Und wir können im Prinzip auch einen Diamanten-Quantencomputer bauen. Wie weit sind wir damit? Was ist der momentane Zustand? Wie, es ist natürlich im Baby-Schuhen. Es gibt einen 2-Bit-Quantencomputer, den wir realisiert haben. Grover's Algorithmus ist darauf gelaufen in 1995. Und die Kalkulation, die der Computer gemacht hat, war ziemlich, ziemlich richtig im ersten Versuch. Und wenn wir das wirklich für Dekodieren von Verschlüsselung nehmen wollten, dann bräuchten wir 4000 Qubits, um das einigermaßen vernünftiger Zeit hinzukriegen. Und man bräuchte 4000 perfekt verschenkte Qubits, und das ist wirklich nicht einfach. Aber es arbeiten immer noch Leute daran, basiert auf Edward Snowdens Dokument. Die NSA hat ein Projekt, was 80 Millionen wert ist, und das heißt, harte Ziele penetrieren. Ich mag den Namen davon ziemlich. Und da geht es um Entwicklung von Quantencomputern. Und die Präsentation von Andreas, und das ist wirklich mein letzter Satz, die Präsentation von Andreas, er hat einen Kommentar gemacht, und das möchte ich nochmal wiederholen, weil ich es so sehr gemocht habe. Wenn ihr mich fragt, Quantencomputer sind im Moment noch nicht da, und die funktionieren auch noch nicht wirklich, aber sie werden kommen. Denn die Technologie ist schon da. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Konzepte, die ziemlich kompliziert sind, dass diese Konzepte in der Hand von Regierung und Firmen sein werden. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir ein Auge auf die Entwicklung tun müssen, denn und an, genau anschauen müssen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und positive Ende. Ich mache das alles mit euren Steuergeldern. Bevor wir jetzt mit dem Q&A beginnen, ich habe auch noch einen Podcast, wenn ihr das mag, wie ich über Physik spreche, der heißt Methodisch Inkorrekt. Meine Doktoranden... Give him some love by downloading our podcast. Thanks. Downloadet gern so meinen Podcast. Danke. Nice plug. Is this on? Oh, yeah, it is. Nice plug. Ich frage. Okay, so we have time for some Q&A. Also, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen und Antworten. Also, there's the ISC, of course. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit über IRC. Und natürlich, wenn ihr nicht aufstehen könnt, wir haben auch ein Mikrofon, das durchwandern kann. Wir starten mit Mikrofon Nummer 2. Besten Dank für den Vortrag. Meine Frage ist, kannst du die Verschränkung zwischen den verschiedenen NVU-Centern realisieren, was ich denke, ist notwendig für das Computing? Also bevor ich die Frage beantworte, du bist der Erste, der aus einem Publikum, der sofort nicht sofort fragte, ob ich reich bin, weil ich Diamanten mache. Aber ich mag das. Also es gibt Realisationen oder Verwirklichungen von Verschränkungen zwischen 2 Qubits in Diamanten. Aber was du sprichst, ist genau das Problem, was wir haben und was wir untersuchen und versuchen herauszufinden gerade. Denn es gibt ganz viele Partikel, es gibt ganz viele Sachen, die Stabilität von den Qubits in den Diamanten beeinflussen. Zum Beispiel den Abstand zwischen den einzelnen Qubits ist ein sehr wichtiger Faktor. Der Abstand zwischen den Qubits und der Oberfläche ist ein sehr wichtiger Faktor. Außerhalb vom Diamanten stattfindet, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also es ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen. Gibt es eine Frage aus dem Internet? Das Internet hat viele Fragen. Zuerst eine Entschuldigung, dass ich ein bisschen unpräzise bin.
You spoke du about hast über, qubits über die Qubits-spezifische Messung gesprochen. Die Frage ist, was passiert mit der Energie? Wenn das Qubit nicht auf... Ich glaube, du meinst, wenn wir da mit dem Qubit angefangen haben, als ich euch den Anfang erklärt habe. Ja, also ich habe so getan, als ob keine Energie rausgeschaltet würde. Aber natürlich muss die Energie irgendwo sein. Aber das ist dann einfach, wird einfach als andere Frequenz ausgestrahlt. Und wenn wir das fluoreszente Licht anschauen, was wir eigentlich sehen wollen, dann sehen wir in dieser Frequenz natürlich kein Licht, aber es gibt natürlich Licht, was in irgendeiner anderen Frequenz rausgegeben würde. Tritt dieser Effekt mehrfach auf? Ja, natürlich. Also du kannst dein System wieder initialisieren und kannst das Ganze wieder neu anfangen und kannst den Prozess wieder neu starten. Und das ist genau das, was man macht. Man macht das System, initialisiert das System immer wieder neu, dann misst man das und macht das 1000 Millionen Male nochmal. Und das Internet möchte auch noch wissen, passiert das auch? If it happens from alone, or passiert das von alleine oder fällt das Qubit herunter fällt es auch runter, wenn man es nicht misst? Yes, the qubit would also ja, das Qubit würde auch runterfallen, wenn man es nicht misst. Das ist auch wieder so ein Problem, was wir realisieren müssen. Wir wollen stabile Qubits haben, die ihre Position so lange wie möglich behalten. Aber natürlich, dann und wann, wird das Qubit durch Wahrscheinlichkeit einfach sich ändern. Also ja, wir wollen wirklich stabile Systeme haben, die so lange wie möglich in einem stabilen Zustand bleiben. Und natürlich, du hast recht, das macht es im Moment natürlich hart, Quantencomputer zu realisieren und denn man muss es so lange stabil halten. Besten Dank. Nur eine kurze Erinnerung, wenn ihr jetzt rausgeht, bitte schaut wegen der Kamera, dass ihr da nicht davor steht. Mikrofon Nummer 1. Zuerst danke, unsere Steuergelder so sinnvoll auszugeben. So I was wondering, ich möchte gerne wissen, wenn wir annehmen, do you see any practical risk that they in air quotes have the technology at scale? Wenn wir davon ausgehen, dass es Firmen geben mit unendlich viel Geld, denkst du, es ist wahrscheinlich, dass es Firmen gibt, die diese Technologie schon haben und missbrauchen? Ja, also diese Frage wird natürlich viel gestellt und es ist Zeit, dass ich wirklich eine Abschätzung mache darüber. Also normalerweise würde ich sagen, dass ich ein Auge habe auf die Entwicklungen, die so passieren in Naturwissenschaften, also zumindest in meinem Feld. Aber was man normalerweise sieht, ist, dass man Publikationen hat zu einem Thema, ganz viele Publikationen zu einem Thema und dann plötzlich, wenn es gefährlich wird, dann werden diese Publikationen komplett aufhören und die Experten, die in diesem Feld arbeiten, werden dann plötzlich verschwinden, wenn Regierungen oder irgendwelche Organisationen, die sich drin Nagel reißen. Also ich würde nicht sagen, dass die NSA zum Beispiel viel weiter ist als wir. Einige Leute haben gesagt, was in Stuxnet cryptographically was years or even decades ahead of what academia knew about. Was in Stuxnet kryptografisch war, sei Jahre voraus, was in akademischen Bereich angeht. Ja, das ist jetzt ziemlich pessimistischer Ausblick auf die Arbeit, die ich jeden Tag mache, aber ich hoffe wirklich, dass du nicht recht hast, denn das ist jetzt ziemlich traurig, danke. So, wenn es nächstes Jahr keinen Vortrag gibt von Nicolas, wisst ihr, was passiert ist? Dann bin ich sehr reich oder bin ich zur schwarzen, dunklen Seite übergelaufen. Yeah, right. The chances are also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich niedrig, aber... Mic number three, please. Mikrofon 3.
Do you think there's a big difference between denkst du, es gibt einen großen Unterschied, denkst du, es gibt einen großen Unterschied, einen Quantum Computer zu bauen mit 100 Qubits oder 1000, weil das ist wichtig für elliptische Kurven, und kannst du abschätzen, wie lange es dauert, bis wir einen praktisch funktionierenden Quantencomputer haben? Das sind ziemlich schwere Fragen, denn das ist ziemlich fundamentale Wissenschaften. Wissenschaft im Moment, und wir haben wirklich Probleme mit einfach nur ein paar Qubits und die auch wirklich dann verschränkt zu haben, und das ist ziemlich schwer, dann Kalkulationen mit denen zu machen und die überhaupt in ihrem Zustand zu behalten. Und wir sind nicht wirklich da, wo Moore's Law schon wichtig ist. Also wir sind nicht irgendwie bei 10 und dann in ein paar Jahren sind wir über 1000, denn wir sind immer noch bei den Grundproblemen. Also wir müssen immer noch fundamentale Physik und Materialwissenschaft lösen, und ich kann dir nicht mal wirklich sagen, ob ein wirklich funktionierender Diamanten-Quantencomputer, also es wird Quantencomputer geben, aber kann dir nicht sagen, ob es mit Diamanten klappen wird, denn es gibt wahnsinnig viele Probleme, und genau wie du gesagt hast, wenn wir mit ein paar Quantenbits schon so wahnsinnig Probleme haben, weil die sich gegenseitig manipulieren und unterbrechen, und dann wird es wahnsinnig problematisch, was weiß ich, von 4 auf 8 oder 16 zu gehen, und da kann ich dir wirklich nicht irgendwie Zahlen geben oder überhaupt sagen, ob das möglich ist, wann das möglich ist, also sorry. Kannst du etwas darüber zu sagen? Ist es viel schwieriger, 4000 aus 400 Qubits zu sagen? Kannst du es ungefähr abschätzen? Das ist wirklich wichtig für die kryptografische Implementation. Since we haven't realized 400, naja, wir haben noch nicht mal 400 geschafft, und ich glaube nicht, dass man da Methoden findet, die man, also es ist wirklich die Frage, findet man Methoden, die wirklich richtig skalieren? Also kriegt man wirklich hin, dass man die 4 oder 8 Quantenbits in der richtigen Distanz voneinander bekommt? Und dann, wenn wir 8 haben, ist es dann vielleicht möglich, einfach 400 zu haben, und dann plötzlich sind wir auch bei 4000. Aber ich sehe einfach jetzt noch keine Technologie, die richtig skaliert, um das zu tun. Also im Moment weiß ich wirklich einfach nicht viel. Mikrofon 1, bitte. Du hast oft darüber gesprochen, diesen Zustand des Qubits im Diamant. Wie lang, welche Zeitskalen sprichst du? Das sind einfach ein paar Millisekunden. Also ich denke, die eine von der einen Veröffentlichung, die ich euch gezeigt habe, da ging es irgendwie um 2 Millisekunden. Aber das ist schon genug, um ein paar Rechnungen zu machen. Also das wäre schon genug. Also wieder zu der Frage vorher, man kann die dann auch wieder initialisieren und die Rechnung nochmal machen. Und ja, das ist auch das eine Sache, woran wir arbeiten, diese Zeit einfach zu erhöhen, damit wir mehr Kalkulationen machen können, bevor wir sie wieder initialisieren müssen. Gibt es noch was aus dem Internet? Das Internet hat auch eine Frage. Die Frage ist, du hast ziemlich viel über die Steuergelder gesprochen. Publizierst du eigentlich in Open Access? Ja, ich versuche es. Also mein letztes Publikation war Open Access. Und ich leide wirklich unter dem Publikationssystem. Ich fühle euren Schmerz. Es ist wirklich eine Schande, dass ihr nicht, dass es euch nicht möglich ist, um meine Publikationen anzuschauen. Das Lustige ist, dass nicht mal ich alle meine Publikationen anschauen kann, die ich, zum Beispiel die ich vor ein paar Jahren publiziert habe, denn wir haben keine Abo mehr für das Journal, und ich kann also meine eigenen Publikationen heute nicht mehr anschauen. Also es ist ziemlich scheiße. Das ganze Ding ist, ja, das ganze System ist ziemlich scheiße. Aber fairerweise, die Europäische Union ändert das System ein bisschen. Also es ist im Moment unterstützt von europäischem Geld und teilweise auch deutsches Geld und Geld von Finanzierungsagentur. Und das soll alles reinwandern in Open Access. Also da geht was in dem Feld vor. Also es ist nicht so pessimistisch. Also es wird scheinbar ein bisschen besser, aber... Ja. Mic number two, please. Mikrofon 2, bitte. Du hast gesagt, du hast den Markt für uns ein bisschen beobachtet. Ich habe eine Frage.
Do they have a quantum computer that conforms to your criteria? Haben die einen quantum computer, der deinen Kriterien entspricht? Er spricht über die Firma D-Wave. D-Wave ist eine Firma, also die publizieren einfach, was sie haben. Und es ist ziemlich schwer, da wirklich harte Fakten dazu zu bekommen. Also von allem, was ich weiß oder was ich sehe, haben die einfach eine andere Realisation von Quantencomputern. Und die haben irgendwas, was sich adiabatischer Quantencomputer nennt. Und der wichtigste Unterschied ist, dass die, soweit ich verstehe, arbeiten die nicht wirklich mit verschränkten Qubits. Also die haben noch nicht wirklich die richtige Power, die richtige Mächtigkeit von Quantencomputern freigesetzt. Also richtig verstanden ist es nicht wirklich reiner Quantencomputer, wie ich euch hier heute erklärt habe. Aber es ist natürlich irgendetwas, das ist eine große Firma, das ist sehr viel Geld dahinter und die arbeiten wirklich an der Realisation von den Prinzipien. Also wir müssen wirklich, es ist wirklich klar sein, dass da Leute dran arbeiten, Leute mit sehr, sehr viel Geld dran arbeiten. Und das ist nicht wirklich der Quantencomputer, über den ich spreche, und das ist auch nicht wirklich der Quantencomputer, der alle unsere Passwörter knacken wird, aber es gibt Leute, die daran arbeiten. Mikrofon 3, bitte. Du hast zwei verschiedene Methoden vorgestellt, wie man das Stickstoff und die Lücken im Diamant bekommt. In dem Bild haben wir verschiedene Orientationen gesehen vom Stickstoff, und ich möchte gerne wissen, ob das einen Unterschied macht und wie das sich beeinflusst. It makes no difference. Es macht nicht wirklich, also es macht keinen Unterschied. Und wir haben nicht wirklich Einfluss darauf. Es ist wirklich, es ist eigentlich ein zufälliger Prozess. Wir schießen die Ionen rein oder wir tun die rein, während wir den Diamanten bauen. Und der Schritt dann, der Tempering Step, der Bring Shit, ist dann zufällig. Und das ist dann wirklich eigentlich die schwere Sache, an der man arbeitet. Also ich bin da finanziert von dieser Forschungsgruppe, Finanzierungsagentur. Und das ist wirklich die Aufgabe, an der wir gerade arbeiten. Wie kriegen wir wirklich die Qubits, die NV-Centers an die richtige Position? Und das ist nicht wirklich Orientation, sondern einfach Position. Und wie ändert das Eigenschaften oder die Leistung von diesen Qubits und NV-Centers. Und man hat nicht wirklich Kontrolle, wenn dieser Orientierungsschritt passiert. Also man kann natürlich äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Temperatur und so weiter, beeinflussen, um das irgendwie effizienter zu machen oder damit sich das, oder man kann den Quantencomputer andere Temperatur geben, damit sie mehr Energie haben, um sich zu bewegen oder so. Wir haben leider keine Zeit mehr und wir müssen das jetzt leider schließen. Aber Nikolaus ist immer noch hier. Wenn ihr immer noch Fragen habt, könnt ihr den natürlich gerne stellen. Bitte benutzen vorderen Ausgang.